Weekend Jam 2012, das ist euer Festival TV. Und bei uns auf unserem Fancy Sofa habe ich den Elia. Hallo Sarah. Und den Fabian. Hoi. Das ist die Vertretung von der Bianca Story. So, Elia, woher geht ihr? Woher kommt ihr? Wir kommen von der Fusion in Berlin und haben dort ein Festival gespielt mit 55.000 Menschen, die alle nicht ganz saubere Blutwerte hatten und sind jetzt hier ans Wake and Jam, wo alles sportliche Menschen von unserer Bühne gestanden sind. Wie sind eure Blutwerte? Super optimistisch. Du siehst es optimistisch, sehr schön. Deine Blutwerte, Fabian? Sehr optimistisch. Du tust die jetzt laufend verbessern mit einer Jogging-Muskel. Genau, ich tue es jetzt gerade. Verbessern mit, genau. Sehr gut. Er tunet sich also mit Jogging-Muskel. Ihr habt euer neues Album draussen seit dem Januar. Ja. Coming Home. Und ihr habt es nicht irgendwo im Keller aufgenommen, sondern ihr habt es in den Abbey Road Studios in London aufgenommen. How does it feel? Was ist das für ein Gefühl? How does it feel? Es ist kein Keller, nein, es ist eine Halle. Und es ist fantastisch, wir waren völlig verwöhnt, dort aufzunehmen als junge Musiker, als Schweizer Ausnahme und endlich dort mal aufzunehmen. Wir hatten Kontakt über unser Management, unser Label und es war eine fantastische Zeit, was ich glaube auch auf unserem Album Coming Home widerspiegelt. Definitiv. Sehr cooles Konzert gewesen. Eure Religion, Fabian? Ui, unsere Religion. Muslime. An was glaubst du? An Allah. Richtige Antwort. Hat es einen Grund? Hat Allah einen Grund? Das ist eine gute Frage. Hat Allah einen Grund? Das ist eine gefährliche Frage. Also, ich finde, wir gehen jetzt da so ein bisschen ins Extrem rein, oder? Ja. Sind das Blutwerte? Hat Gott einen Grund? Das ist ein schwieriges Thema für einen Wake and Jam. Für ein Festival-TV finde ich das ein ziemlich schwieriges Thema. Kommen wir zu etwas Einfacherem. Es ist ein Wakesurf-Festival. Blobbing oder Wakesurfing? Blobbing, weil es so schön tönt. Das könnte deine neue Religion werden, Fabian. Blobbing, absolut. Ja, Blobbing ist eigentlich meine. Also neben Mala ist Blobbing Number 2. Blob-extremer Mensch. Er blobt extrem. Ja, er ist blob-radikal. Ist das ein Extremsport? Gibt es Extremblobber? Ja, das ist Blobbing. Yeah. Weißt du jetzt was? Ja, ich habe es gesehen vorher. Ich habe mir gerade zugeschaut im Blobbing. Sehr gut. Wir haben eine neue Religion, Blobbing, hier entstanden am Wake and Jam Festival 2012. Werden wir auch nächstes Jahr weiterverfolgen.